Vamos ler Marcos 15, 30 ao 32. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas escarnecendo entre si diziam: salva os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desce agora da cruz o Cristo, Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Rette dich selbst und steige herab vom Kreuze. Klarerweise spottete noch die hohen Priester samt den Schriftgelehrten untereinander und sprach: andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuze, auf dass wir sehen und glauben, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmetten ihn. Moment, bitte. Rette dich, indem du vom Kreuz herunterkommst. Ebenso spotteten die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Lass Christus, den Christus von Israel, den König von Israel, jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die mit Gekreuzigten beleidigten ihn.